Heute das Hemingway Zebra. Boah, ich habe so einen Spaß gehabt mit dem Bike und dem Thomas zusammen. Wir sind hier durch den Wald gebrettert und es hat echt Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass man im Internet sowas Cooles bestellen kann, was dann auch noch richtig geil funktioniert, wo man richtig Spaß hat. Ist ein bisschen schwer, aber wir haben uns ein paar Tipps auch gegeben hier im Video, wie das Ganze noch ein bisschen optimiert werden kann für euch. Es geht vom Zusammenbau bis hin zum Fahrtest. Und ein Fazit am Ende. Also, viel Spaß! Ja, wer eine Aufbauanleitung lesen möchte, der steht hier vor der minimalen Herausforderung, dass das alles in Englisch ist. Aber sollte eigentlich kein Problem sein, weil auch alles gut bebildert ist. Und insofern kann man das, selbst wenn man kein Englisch kann, sehr gut erkennen. Es ist in wenigen Schritten alles gemacht, weil schon alles vormontiert ist. So, jetzt ist Hemingway ausgepackt und also nicht ganz, ne? Aber es ist echt gut verpackt. Man kann es auf der flachliegenden Packung so rausziehen. Und was man dann in der Zusatzbox findet, das finde ich geil. Schaut mal, der hat einen echten 3 Ampere Charger. 3 Ampere Charger, das ist auf jeden Fall super, weil viele haben nur 2 Ampere, geht natürlich dann viel schneller. Und Pedalen sind dabei, könnt ihr auch eure eigenen montieren, logischerweise. Gut finde ich, ist ein Multiwerkzeug dabei. Klar, es sind die Schrauben in der Box und eine Safety-Anleitung, eine Lampe, die sieht relativ gut aus, die testen wir dann nachher, und eine Cappy und eine Bauanleitung. Jetzt packen wir es mal ganz aus, schauen wir mal weiter. So, jetzt habe ich es mal ganz ausgepackt, alle Schutzteile entfernt. Also es sieht schon richtig gut aus, vor allem mit diesen richtig hohen, dicken Reifen. Ich finde auch die Verpackung gut gelöst. Hier unten die Gabel ist sehr gut geschützt mit einem Anbauteil. Und auch alles andere war sehr gut geschützt. Zubehör hatte ich euch gleich schon gezeigt. Und den Lenker schrauben wir als erstes an. Und ja, es gibt hier noch die Schutzbleche. Die könnt ihr dran machen, müsst ihr nicht. Auch hinten, das könnt ihr abschrauben. Sehr einfach dann. Ah, die Reifen, herrlich, ne? Also das ist echt gute Reifen, richtig dick, guckt mal hier an der Hand. Also das macht Spaß, glaube ich, zu fahren. Das sehen wir dann später. Ja, also zuerst ist der Lenker dran geschraubt und ich glaube, wichtig ist, dass man hier immer gleichmäßig anschraubt, sodass der Abstand letztendlich von dem Vorbau identisch ist und nicht die ganze Sache nachher krumm sitzt. Wichtig ist, schraubt es nicht zu fest an, dann könnt ihr nämlich den Lenker nachher, wenn die Person drauf sitzt, also wenn der Fahrer drauf sitzt, ein bisschen anpassen. Sprich, ihr könnt dann noch schnell nach oben und unten den Lenker drehen und ja, das macht es dann einfacher und am Ende dann erst festschrauben. Wichtig ist auch hier die Höhe des Vorbaus, die könnt ihr einstellen, indem ihr die Spacer einfach rausnehmt. Der ist noch relativ lang und hoch, das machen wir aber auch erst dann, wenn wir wissen, wie sich das Ganze mit Reifen nachher anfühlt. Jetzt habt ihr hier hinten zwei vorgefertigte Schrauben und könnt quasi den Gepäckträger hier ranschieben und dann einfach festschrauben. Ja, wenn diese Schrauben fest sind, hinten, ne, dann müsst ihr hier noch diese Schrauben festziehen. Die sind nämlich lose von Anfang an, damit der Gepäckträger richtig hält. So, jetzt dreht ihr das Rad rum bei der Montage. Wichtig ist, also man soll mal irgendwas unterlegen. Ich habe das aber hier vorne gemacht mit dem Rest vom Verpackungsmaterial, damit der Tacho oder respektive der kleine Computer, der nicht beschädigt wird. Ihr müsst jetzt hier erstmal das Ganze rausnehmen, den Schutz. Ja, dafür müsst ihr diese Schrauben lösen. Das Thema ist, dass das Werkzeug von Hemingway, das dabei ist, dafür nichts enthält. Ja, die haben zwar eine Nuss dabei, aber die ist zu klein. Und die haben auch hier so, der richtige Schlüssel wäre hier, aber mit dem kommt er nicht dran. Ja? Also insofern braucht ihr eine Zange oder ein Nussset, dann könnt ihr das losschrauben. Das Rad setzt ihr dann einfach von oben rein. Das hält also hier auch schon ohne den Schnellspanner. Schnellspanner setzt ihr dann danach rein. Und vorher habt ihr hier bei der Bremse, schaut mal, da habt ihr so einen Schutz drin, den zieht ihr raus. Und dann sitzt der Reifen einfach drin. Und dann wird er festgemacht mit dem Schnellspanner. Ja, jetzt bin ich so 7 Minuten dran. Und das schaut schon so aus. Also, eigentlich jetzt nur noch so Feinarbeiten zu machen hier. Ich muss sagen, das ist eine coole Sache.
ging jetzt schnell. Ja, und jetzt hängt ihr hier vorne, die Schraube kommt raus, die ist drin. Da kommt dann entsprechend die Lampe dran. Ja. Vorne die Lampe, U-Scheibe und von hinten genauso Schutzblech einhängen und U-Scheibe und Schraube und das Ganze dann festschrauben. Ja. Kann ich jetzt alleine nicht zeigen, wie ich es gleichzeitig mache. Ja, ich habe jetzt erstmal den Charger, also den Lader angeschlossen. Geht ganz einfach, hier ist so eine kleine Klappe. Und da könnt ihr das dann einfach einstecken und er lädt. Ja? Dann kann ich den Rest montieren, aber gleich schon mal losfahren, wenn es nämlich voll ist. Das nächste, was jetzt zu tun ist, ist einfach hier. Da ist so eine Schraube und da hängen diese Dinger lose noch dran. Und dann müsst ihr jetzt quasi dieses Schutzblech relativ einfach zusammenschrauben, indem ihr die Schraube löst, das Ganze hier reinsteckt, festzieht auf beiden Seiten. Und dann ist auch das Schutzblech fertig, was ich ja hier oben festgeschraubt hatte. Ja, und dann sind wir eigentlich durch, bis auf die Pedalen. So schaut das Ganze dann aus, wenn es festgeschraubt ist auf beiden Seiten. Und dann habt ihr auch einen gleichen Abstand. Dann kommen noch die Pedalen dran, das habe ich jetzt schon mal gemacht. Das Schöne ist hierbei, hier steht links, die Pedalen sind auch schon beschriftet mit links. Und auch wie rum ihr drehen müsst, für einige ist es immer eine Herausforderung, andersrum zu drehen, als man denkt. Und dann habt ihr die Pedalen auch auf beiden Seiten dran. Ja, jetzt ist das Rad eigentlich fertig. Müsst ihr noch einen Sattel einstellen, mittig ausrichten und entsprechend festziehen, den Schnellspanner. Und die Höhe einstellen. Da ist richtig Spiel drin. Guckt mal hier, also wenn ich den aufmache, da habe ich noch richtig Luft. Ja, da könnt ihr mal locker 2 Meter Menschen draufsetzen. Wir haben den relativ tief, weil meine Frau wird zuerst fahren. Und die ist 1,73 sowas groß. Ja, schauen wir mal. Wenn alles fertig ist, dann kommt hier hinten noch dieser Schutz für die fürs Schaltwerk drauf. Da sind hier diese beiden Schrauben. Die macht er einfach los, schraubt das Ganze dran, fertig. Und dann sieht das Hemiway Zebra wie folgt aus. Schön, ne? Also, bin mal gespannt. Jetzt laden wir mal zu Ende und dann geht's los. Fertig ist es aufgebaut. Ich habe auch noch die Reifen aufgepumpt. Sollte man vor der ersten Fahrt machen. Aber bevor wir das machen, zeige ich euch mal ein paar Highlights von dem Fahrrad. Also, erstmal habt ihr einen sehr stabilen Gepäckträger hier hinten. Da könnt ihr auch hier oben das noch rausschrauben. Aber ich muss sagen, das ist wirklich stabil. Also da könnt ihr wirklich einiges dranhängen. Ihr habt ein Hartplastik-Schutzblech. Auch das ist sehr stabil verbaut. Und wunderschöne Reifen, die habe ich jetzt auf 1,8 Bar aufgepumpt. Dann sind die auch richtig fest. Dann habt ihr aber trotzdem noch eine gute Federung. Und hinten und vorne habt ihr 180er Bremsscheiben, also richtig große. Da kannst du auch ordentlich mit zupacken. Es war auch direkt alles richtig zentriert, also da musst du jetzt nichts irgendwie was machen. Ihr habt den Ständer, auch der hält das Bike. Das Bike hat so ungefähr 36, 37 Kilogramm. Die Pedalen, das ist jetzt Geschmackssache, muss ich sagen. Ich würde mir, ehrlich gesagt, da SPD-Klickpedalen dran bauen. Das werde ich dann auch am Ende machen. Und auch den Sattel würde ich tauschen. Also meine Frau findet ihn super bequem und groß. Ich finde ihn eher zu breit und würde ihn einfach ein bisschen schmaler wählen. Höhenverstellung habe ich ja schon gezeigt, habt ihr noch sehr viel Platz. Und ihr habt hier unten dann den Controller sitzen. Der Controller, mit dem habt ihr quasi einen Pedal Assist. Das Bike kann aber auch selber fahren, zeige ich euch dann nachher. Hier habt ihr entsprechend den Zugang zum Laden. Ja, unten sitzen, da kann man also einfach das Kabel vom 3 Ampere Lader reinstecken. Ihr habt hier die Möglichkeit, eine Trinkflaschenhalterung anzubringen und hier oben habt ihr den abschließbaren Akku mit 2 Schlüsseln, die dabei sind. Der Akkupack, der sitzt hier unten drin und den könnt ihr entsprechend hier rausholen, indem ihr diesen Schalter, erstmal den Schlüssel drehen. So, Schlüssel drehen, könnt ihr den Akkupack rausholen. Das braucht man aber letztendlich nicht, ja, weil man ihn einfach drin lässt. Ja. Vorne habt ihr auch die 180er Scheibe. Auch das war dann richtig zentriert, ging ganz gut.
Und ihr habt eine sehr gute Federgabel. Zumindest mal sieht es so aus. Auch hier ein Schutzblech. Plastik, das ist ein bisschen wackeliger, ja, aber trotzdem sitzt es hinten raus fest. Die Lampe macht einen sehr guten Eindruck, müssen wir nachts mal gucken. Jetzt zeige ich euch mal die Federgabel von oben. Also hier könnt ihr an der Federgabel die Härte verstellen bis hin zu sperren. Also einmal rumdrehen, ist die Federgabel gesperrt, da geht gar nichts mehr. Und dann habt ihr sie auch relativ weich, ganz schön. Im Cockpit habt ihr die Möglichkeit, entsprechend hier zu schalten. Ihr habt 7 Gänge, das ist ein 14er bis 28er Ritzel. So könnt ihr raufschalten, so könnt ihr runterschalten, gehen auch 2 Gänge gleichzeitig. Hier habt ihr den Antrieb, wenn ihr hier dreht, fährt das Bike von selber. Und ansonsten habt ihr natürlich Bremshebel und eine Klingel war dabei. Ja. Und den Computer, den schaltet ihr hier an, indem ihr 2 Sekunden haltet, dann geht er entsprechend an und mit der Info-Taste könnt ihr durchschalten, habt ihr quasi gefahrene Zeit, die gefahrene Höchstgeschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, die Trip, also wie lange ihr gefahren seid und oben seht ihr ganz groß die Geschwindigkeit und wenn ihr hier auf Plus geht, dann seht ihr, habt ihr 5 Stufen, die ihr entsprechend Pedal Assist, also quasi die Unterstützung beim Treten, schalten könnt. Der Akku ist jetzt voll geladen und ihr seht dann nachher beim Fahren hier mit Sicherheit, wie die Wattunterstützung ist. Ja, auf der anderen Seite auch hydraulische Bremsen. Und jetzt gehen wir mal auf die andere Seite vom Bike. Gucken mal, wie das ausschaut. Da gibt es jetzt eigentlich nichts Besonderes zu zeigen. Ihr habt hier entsprechend noch diesen 14 bis 28er Kranz hinten, ein Altus Shimano Schaltwerk, auch mit dem entsprechenden Käfig dazu und auch hier habt ihr dann die Pedalen auf dem Controller. Die Lampe von hinten macht einen guten Eindruck, kann man vorne am Cockpit schalten, indem ihr einfach hier auf Lampe an und Lampe ausgeht, seht ihr dann auch im Display, so ist an, so ist aus. Und von vorne die Lampe zeige ich euch auch mal, die schaut dann so aus, sieht auch gut aus, müssen wir bei nachts mal gucken. Ich glaube, hat jetzt nicht die maximale Power, aber das ist ja schon okay. Hey, by the way, wenn ihr noch dabei seid, hinterlasst doch einfach mal ein Like, haut auf die Glocke, dann seht ihr auch andere Videos von uns. Wir haben ganz viele Sachen für Radsport und radbegeisterte Menschen. Da kommt er. Das gibt mal Gas. Und? Oh, mega! Na schnell. Ich habe jetzt hier Stufe 4. Schon geil. Also schon mega. Also macht schon echt Spaß hier. Bis 40 km/h geht das Ding. Alles schon geil. Das ist schon der Hammer, ey. Das ist schon Hammer, wie die Beschleunigung ist. Hier die 20% im Wald hoch. Und dann kann man ja auch echt mit dem breiten Reifen einfach drüber fahren. Das ist der Hammer. Hammer mit dem Motor. Echt geil. Also auch berg runter. Echt, also die Bremsen sind super. Ja, vorne und hinten. Super. So, Stufe 3. Mit Stufe 3 komme ich hier schon sehr gut im ersten Gang, im zweiten Gang komme ich hier schon echt gut hoch. Ja, der rollt langsam, der Thomas. Aber ist ja okay. Man merkt richtig, weil wie das Gewicht einen. Das Rad hat 60 Kilo. Und das ist schon einiges an Gewicht. Jetzt gucken wir mal hier, wie 22% Steigung im Wald. Schotterweg, Stufe 5, zweiter Gang. Ja, man merkt richtig, wie er arbeitet. Kommt der Thomas. Gang 4 wird es richtig schwierig. Mit 4 geht es nicht. Dann müssen wir jetzt Gang 2. Jetzt merkt man wieder richtig die Unterstützung, wie er einen richtig hochzieht. So, da kommt der Thomas. Es ist nicht so einfach mit dem
Rad eine Schotterpiste runterzufahren. Aber die Bremsen packen echt gut. Macht Spaß. Wir sind hier bei 22% Schotterpiste. Also muss man so ein bisschen aufpassen. Der Motor packt knackig zu, muss ich sagen. Oh, da kämpft man schon ein bisschen. Aber also auch für sehr ungeübte Fahrer klappt das sehr gut. Ich bin jetzt hier im Wald, Stufe 2 in der Unterstützung. Also kannst du echt mit der Federung, ist geil. Mit der Federung kannst du über jeden Scheiß fahren. Echt geil. So, Olaf, erzähl mal. Und wie war's? Also, Himiway Zebra, ich find's echt klasse. Ist zwar ein sehr schweres Rad, auch wegen dem breiten Reifen. Aber der Vorteil ist, ihr habt es ja gesehen, ihr könnt Trails fahren im Wald. Hat vorne eine gute einstellbare Federung. Ihr habt die 7 Gänge, mit denen ihr quasi eure Tretgeschwindigkeit steuern könnt. Und auch ein bisschen den Speed. Geht bis 40 km/h, kann man im Computer auf 25 runterregeln oder auf jede andere Geschwindigkeit. Habt auch gesehen, dass wir das hier höhenverstellt haben. Wir sind eben zu zweit gefahren, habt ihr im Film auch gesehen. Thomas und ich in das Rad zusammen 250 Kilogramm mit Stufe 5 den Berg rauf. Das hat immer noch tierisch Spaß gemacht und hat die 25 km/h geschafft. Das heißt, auch der Gepäckträger ist super stabil und es macht einfach Spaß, damit zu fahren. Muss ich ein bisschen dran gewöhnen, weil es hat einen anderen Schwerpunkt. Es ist ein relativ schweres Rad, aber das ist bei Fatbikes eigentlich immer so. Also ich muss sagen, ich würde es mir nochmal kaufen. Meine Frau fährt auch total gerne damit, die will nur nicht auf die Kamera. Aber Thomas und ich hatten echt Spaß, oder? Auf jeden Fall, mega. Auf jeden Fall, mega.